Und das ist sie, die Gewinnerin Annika Züst. Hier in Winterthur lebt die 21-Jährige in einer WG mit drei anderen Frauen. Noch besteht ihr Schlafzimmer aus zusammengewürfelten Möbeln. Aber genau das soll sich heute ändern. Ich habe die Sendung Lifestyle geschaut auf TV Zürich und habe die Werbung von Möbel Hubacher und habe gedacht, ich könnte einfach mal an diesem Wettbewerb mitmachen. Also ich bin ziemlich ein Chaot und ich merke einfach, dass ich in meinem Zimmer gerne ein bisschen Ordnung haben auf eine einfache Art. Und einfach hat sie es auch heute. Für einen spannenden Style sorgt das Umstyling-Team von Möbel Hubacher, während sie den Tag für sich geniessen darf. Mit der Annika am Telefon habe ich besprochen, sie wünscht sich helle Möbel. Beim Farbton hat sie uns freien Lauf lassen. Wir werden also mit pastelligen Farbtönen das Schlafzimmer dekorieren. Zum Umstylen und Dekorieren braucht es zuerst mal Platz. Die Möbel und Accessoire hat das Team schon vorab bei Möbel Hubacher bestellt, wo alles bequem heimliefern tut. Die richtigen Spezialisten schaffen es in Rekordzeit, die ausgewählten Möbel aufzubauen und aufzustellen. Annika hat sehr viele Kleider, aber leider zu wenig Platz. Deswegen haben wir ihre schmale Kleiderbügel gebracht, damit sie ihre Ordnung halten kann. Alles wird zurechtgerückt, angestellt und büschelt. Leider sind die Teelichter immer sehr unglücklich verpackt. Nimmt man eins raus, fallen alle raus. Deswegen nimmt man ein Aufbewahrungsglas, tut die Teelichter drin und so hat man gerade eine Dekoration. Jeder kennt so eine Schale, wo man alles drin schmeißt. So ein Schmuckkästchen kostet nicht viel Geld und man findet seine Lieblingsstücke sofort wieder. Auch alte Möbel kann man mit wenig Aufwand und ein bisschen Möbelpolitur wieder aufwerten. Mit so einer ganz einfachen Holzrinde kann man ganz tolle Dekorationen machen. Für das heutige Umstyling haben wir ganz tolle Zierkürbisse mitgebracht, Himbeermaiskolben und Moos. Denn an selber gemachten hat man meistens mehr Freude. Und so schön kann es aussehen. Als ganz einfache Sache aus der Natur. Der grosse Moment ist da. Annika darf ihr umgestyltes Zimmer zum ersten Mal sehen. Oh mein Gott! So geil! Ui, das ist so crazy. Ich finde es voll geil. Und es ist einfach wirklich cool und riesig. Ich freue mich jetzt vor allem einfach auf in meiner neuen Oase ein Kaffee trinken und ein Buch lesen und einfach mein Zimmer geniessen. Sie hat so Freude gehabt und natürlich haben wir vom Team auch dann mega Freude. Mit kleinen Handgriffen und der richtigen Finesse kann man aus einem Schlafzimmer eine richtige Wohlfühloase kreieren. Alle Informationen zum Umstyling gibt es auf unserer Homepage lifestyle-tv.ch.